Österreichs Außenministerin Karin Kneißl schließt den Bund fürs Leben. Sie heiratet am Samstag in der Steiermark den Unternehmer Wolfgang Meilinger. So weit, so gut. Aufsehen erregt einer der Gäste der Feier, Wladimir Putin. Der russische Präsident wurde im Juni im Rahmen eines Besuchs der Regierung in Wien eingeladen, so sein Sprecher. Experten glauben an einen politischen Schaden für Österreich. Der Besuch schürt das Misstrauen, dass das Land ein trojanisches Pferd Russlands in der EU ist, so Russland-Experte Gerhard Mangott gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Von dem Besuch profitiere vor allem die russlandnahe FPÖ, insbesondere Parteichef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Die Rolle als Vermittler im Ukraine-Konflikt werde für das Land mit dem amtierenden EU-Ratsvorsitz beschädigt. Putin selbst könne demonstrieren, dass er in der EU nicht isoliert sei. Kneißl ist parteilos, gelangte aber über die FPÖ in die Regierung. Die euroskeptische Partei unterstützt die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland und ist für eine Aufhebung der EU-Sanktionen gegen das Land.